Was geht ab, Leute? Nerdelert Games hier. Willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich euch erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wie immer fangen wir natürlich mit letzter Woche an. Ich habe letzte Woche Resident Evil 6 weitergezockt und ich habe jetzt beide Stories durch. Einmal die von Chris und einmal die von Leon. Die Story von Chris, die ist wirklich sehr actionreich, wie ihr gesehen habt. Und bei der Story von Leon haben die richtig versucht, wirklich diesen Schrecken wieder zurückzubringen, so ein bisschen mehr Angst reinzubringen. Aber das war wirklich nur am Anfang so, denn danach war wirklich wieder pure Action angesagt. Am Anfang gab es auch so eine kleine Szene bei Leon, da seid ihr in so einer riesigen Villa rumgelaufen, da wurde so ein Fest für den Präsidenten veranstaltet und kam so ein kleines Mädchen um die Ecke, was heißt klein, war schon ein bisschen größer, aber es kam so ein Mädchen um die Ecke und da wurde auch so ein schriller Ton abgespielt, so nach dem Motto, bitte erschreck dich jetzt hier, und es hat auch ehrlich gesagt geklappt. Und das war wirklich schon ziemlich krass, die sah so extrem fertig aus und was ist passiert und so. Und ihr seid dann halt mit ihrem Vater rumgelaufen, um sie halt zu suchen. Und später ist halt auch in so einem Aufzug noch so eine schreckliche Szene gewesen. Und ja, das war halt nur am Anfang so, da sollte man sich so ein bisschen erschrecken und da haben die es versucht so ein bisschen reinzubringen. Aber wenn man da halt die Story ein bisschen weiterspielt, so spätestens ab Kapitel 2 schon, würde ich sagen, das ist schon quasi am Anfang, da bricht einfach die Action wieder los und da ist nichts mehr mit Horror, nichts mehr mit Schrecken und so, da ballert ihr euch komplett durch diese Zombie-Horden und da kommen noch gemeine und ziemlich böse Viecher auf euch zu, die ziemlich nerven können. So viel dazu erstmal. Persönlich finde ich es gar nicht so schlimm, dass die jetzt nicht mehr so darauf bauen, diesen Schrecken halt da wieder herzustellen oder so, sondern dass die auf die Action gehen, ist auch okay. Ich finde, Resident Evil 6 ist wirklich extrem gut gemacht. Es heißt noch lange nicht, oh mein Gott, das Spiel ist nicht mehr so wie früher und der ganze Schrecken, der Horror ist raus und das macht das Spiel jetzt auch wieder extrem schlecht. Und das stimmt einfach nicht, das kann ich sagen. Das Spiel ist wirklich extrem gut gemacht, wirklich extrem super gemacht, da kann man wirklich nichts sagen. Capcom weiß einfach, wie man Spiele macht. Wenn man bei Capcom wirklich ein Spiel kauft, dann kann man sich eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass es auch Spaß macht. Und das ist der gleiche Fall mit Resident Evil. Sicherlich ist das schade, dass die es nicht versuchen, dass die auf die einfache Schiene setzen. Einfach hier Action, das kauft dann jeder und ist auch super. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist sehr gut gemacht, es macht Spaß zu spielen. Man kommt sich quasi vor, als ob man einen riesigen Blockbuster-Film spielt und das ist auch wirklich eine sehr coole Sache. Also mir gefällt das Spiel eigentlich sehr gut bisher und wie gesagt, nur weil der Schrecken halt fehlt, ist das Spiel jetzt halt nicht schlecht. Es ist wirklich sehr gut gemacht, die Szenen sind sehr actionreich und gerade der Endkampf bei Leon, ich werde euch natürlich nicht spoilern, das müsst ihr selber sehen. Wie gesagt, alle Links nochmal in der Beschreibung zu Chris' Story oder zu Leons Story natürlich. Der Endkampf von Leon, absolut genial. Die Szenen, wie das in Szene gesetzt wurde und die ganze Action, die da verpackt wurde. Und auch mitten im Spiel kämpft ihr auch gegen so ein riesiges Vieh. Ich will natürlich nicht sagen, was es ist, das müsst ihr schon selber sehen. Also absolut genial. Also ich war so begeistert, dass ich selbst gesagt habe, der Endkampf von Leons Story ist für mich persönlich eines der Top-Kämpfe diesen Jahres. Was in überhaupt jedem Spiel diesen Jahres, was ich kann gar nicht reden, ich bin total fertig mit der Welt. Es ist absolut ein absoluter Top-Kampf. Also der letzte Kampf von Leon in Leon's Story ist der Hammer. Punkt. So. Und für mich auf jeden Fall eines der Top 10 Kämpfe diesen Jahres. Auf jeden Fall. Also ich bin hin und weg. Absolut hin und weg. Ich muss ehrlich gesagt meine Wörter ein bisschen sammeln, weil das war so actionreich in Szene gesetzt. Klasse. Absolut klasse. Das haben die wirklich super hingekriegt. Da geht nochmal ein großes Lob auch an die Entwickler raus. Ich bin begeistert davon gewesen, absolut. Also, da kann mir keiner was sagen und jetzt hier irgendwie, oh ja, die haben wahrscheinlich auch nicht die alten Teile gefallen. Ich liebe die alten Teile, ehrlich. Ich habe Resident Evil schon gespielt, da war ich extrem klein noch. Und absolut genial. Resident Evil macht riesigen Spaß und ich finde es gar nicht so schlimm, wie gesagt, dass die jetzt auf diese Action-Sache setzen. Es macht Spaß, es ist cool in Szene gesetzt. Sicher vermisst man das irgendwo, aber so einen bombastischen Kampf wie da habe ich selten erlebt und das soll echt was heißen, finde ich. Also, wow. Ich war hin und weg. Ihr müsst euch das unbedingt reinziehen. Absolut klasse. Ja. Jetzt wird auf jeden Fall noch Jakes Kampagne kommen. Ganz klar. Chris und Leon ist durch. Danach noch Ada Wong. Auch klar. Und Mercenary-Modus, Multiplayer-Modus wird noch kommen. Agent Hunt werde ich noch spielen. All die Sachen, die es noch gibt in Resident Evil, werde ich euch noch zeigen, damit ihr die volle Packung Resident Evil bekommt. Gar kein Problem, Leute. Und wenn ich dann natürlich alles durch habe, ich denke, wenn ich alle Stories durch habe, werde ich auch eine kleine Review zu Resident Evil 6 machen, damit ihr euch wahrscheinlich, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr euch das Spiel holt oder
ob es sich wirklich lohnt zu holen, auch wenn jetzt der ganze Schrecken, wie ich gerade gesagt habe, raus ist aus dem Spiel. Und ich werde nochmal auf die kleinen Details eingehen in dem Spiel, wie das Kampfsystem jetzt gemacht haben. Und man kann sich sogar jetzt bewegen, also man kann sogar während des Schießens sich jetzt bewegen. Das ist auch eine kleine Neuerung. Heutzutage ehrlich gesagt ein No-Brainer, aber nicht in Resident Evil, ehrlich gesagt. Wirklich sehr, sehr cool. Ja, das war es erstmal soweit für Resident Evil 6. Wie gesagt, das wird alles noch kommen. Jakes Kampagne, Ada Wongs Kampagne, Mercenary, Multiplayer-Modus, alles wird noch kommen, keine Sorge. Und ja, reden wir erstmal jetzt ein bisschen über Borderlands 2. Habe ich natürlich auch weiter hochgeladen. Und ich habe es jetzt auch komplett durch, komplett hochgeladen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und Review habe ich auch jetzt mittlerweile hochgeladen. Und ich kann zu Borderlands nur eins sagen, das Spiel ist genial. Es ist einfach klasse. Also ihr müsst schon ein bisschen rollenspielorientiert sein, um das Spiel zu mögen. Nicht so vielleicht der Ego-Shooter-Fan oder so, finde ich. Das ist wirklich ein sehr guter Mix, aber die Rollenspielsache übertrifft den Ego-Shooter-Teil, finde ich, bei weitem. Auch wenn ihr halt nur am Ballern seid, denn ihr seid wirklich kontinuierlich nur am Sachen aufheben und am Sachen sammeln. Und das ist wirklich das, was das Spiel eigentlich ausmacht, kann man sagen. Ich habe mit einem guten Kollegen gezockt, wir haben die Hauptstory jetzt komplett durch. Wir haben natürlich auch ein paar Nebenquests gemacht, die muss man machen, damit ihr auch auflevelt und ein bisschen mehr von der Story erfährt. Die Story ist in Borderlands 2 wirklich sehr klein gehalten, das heißt, die ist wirklich ein bisschen in den Hintergrund getreten, denn wie ich gerade gesagt habe, Hauptaugenmerk liegt halt darauf, dass ihr euch, dass ihr Waffen sammelt, Mods sammelt, Schilde sammelt und immer besseres Equip habt, sprich Ausrüstung. Das ganze Loot in dem Spiel ist einfach das Wichtigste, darauf kommt es halt in dem Spiel an. Und wir hatten wirklich mit dem Spiel so einen extremen Spaß, das ging gar nicht. Da gab es Szenen, wo wir einfach komplett die Story vergessen haben, weil wir so lachen mussten, weil Claptrap irgendeinen Mist erzählt hat. Oder mein Kollege hat da auch so eine geile Sache gebracht. Ich weiß nicht, ich werde die, glaube ich, hier nochmal im Video gleich einblenden. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Link auf Facebook posten. Also, falls ihr mir auf Facebook nicht folgt, ihr müsst es sehen. Also wir haben uns echt kaputt gelacht. Das war das Lustigste, was ich je gesehen habe, was mein Kollege so in der letzten Zeit gerissen hat. Warte, hä? Genau! Wix den um. Ich meine, ihr habt doch was gegen Menschen. Mann, ist der komplett verbuggt, ey. Huch! Holy show! Fuck! Was machst du denn da? Was war das denn? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich sehe das Ding da nur wegfahren. Was hast du da gemacht? Ich wollte nur fahren mit Turbo und dann, ja. Klasse, also, ich bin hin und weg. Wie gesagt, Borderlands 2 ist ein Koop-Spiel. Ich habe es mit meinem Kollegen gespielt und ihr müsst es unbedingt mit einem Kollegen zusammenspielen, wenn nicht sogar zu viert gleich, und haut einfach rein. Stürzt euch ins Spiel, stört euch gar nicht so viel an der Story, die kriegt ihr am besten so am Rand sowieso mit und habt einfach Spaß mit dem Spiel, das kann ich sagen. Macht einfach den blödesten Mist, den euch gerade einfällt und lacht euch einfach kaputt. Darauf kommt es total an in dem Spiel und uns hat das so viel Spaß gemacht, das war unglaublich. Wie gesagt, ich habe die Review schon hochgeladen, da werde ich noch ein bisschen im Detail da so eingehen, was ich so toll an dem Spiel fand, ob es sich zu kaufen lohnt und so. Werde ich da alles noch klären in der Review, also schaut euch die Review an, Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe schon komplett durch, wenn ihr mein Let's Play noch nicht gesehen habt, alle Links natürlich in der Beschreibung. Ja, Borderlands 2, der Hammer, wirklich super, super cool. Das ist auch wirklich das erste Spiel diesen Jahres von der Hardcore Gaming Season, wo ich so der Meinung bin, dass das wirklich allen gefällt, aber dass wirklich viele darauf gewartet haben, so meine ich das. Und dass so ein gewisser Hype dahinter war und den Hype kann ich teilweise auch verstehen, denn wenn man das im Koop-Modus zockt, also da bleibt kein Auge trocken, das ist wirklich der absolute Hammer. Auch die Waffen sammeln, das macht wirklich süchtig nach einer Weile und die Welt ist riesig, so viele Sidequests, wir haben 21 Stunden gebraucht, um nur durch die Hauptquest mit ein paar Sidequests zu kommen und das soll echt was heißen. Und das Spiel bietet ehrlich gesagt auch wirklich sehr viel Abwechslung. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem Charakter durch seid und dann sagt ihr, oh, ihr macht immer das Gleiche und so und ist jetzt doch nicht so mein Fall, spielt mal einen anderen Charakter. Ihr habt gleich eine komplett andere Perspektive, als wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Assassin spielt, den ich gespielt habe, spielt dann mal mit dem Commando oder mit dem Gunzerker. Versucht es einfach. Also da wird quasi die Flamme wieder entfacht, kann ich sagen. Eine Sache kann ich euch noch erzählen, da gab es eine richtig krasse Geschichte. In Borderlands 2, sprich so eine kleine Questreihe, da musstet ihr zum Beispiel, das habe ich auch in meiner Review erzählt, aber ich fand es so cool, da habe ich mir gedacht, ich muss es jetzt nochmal erzählen. Da gab es so eine kleine Quest mit so einem Mädchen, die hat eine Teeparty organisiert. Das heißt, ihr müsst die Gäste ranschaffen, die werden natürlich verteidigt und ihr müsst alle Angreifer natürlich killen, die sich euch in den Weg stellen, um die Gäste zu beschaffen.
Und das war so lustig. Wir haben die Gäste beschafft, alles klar, Tee und so, steht schon alles bereit. Was fehlt natürlich noch? Der Hauptgast, ganz klar. Und dann mussten wir unserem ich weiß gar nicht, wie hießen die nochmal, Badland, Psycho oder irgendwie so. Weiß nicht, auf jeden Fall hießen die Psychos und müssen wir einen davon fangen. Der wurde dann gefangen genommen, auf dem Stuhl platziert und der musste jetzt einfach mal gezwungenermaßen an der Teeparty teilnehmen. Und der hat das Mädchen auf übelste Weise beleidigt und das konnte die irgendwie gar nicht leiden. Und er hat die ganze Zeit diese Stromschläge verabreicht und hat dann irgend so einen Mist erzählt. Und wir mussten so lachen dabei, das war einfach genial. Währenddessen kommen natürlich auch noch ganze Wellen von Gegnern und ihr müsst die Teeparty natürlich verteidigen. Also das war wirklich schon eine Quest, wo ich so sage, wow, so durchgeknallt habe ich noch nie erlebt und das ist wirklich das ganze Spiel Borderlands 2, einfach nur klasse. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, aber ihr könnt es wahrscheinlich schon hören, das Spiel ist wirklich sehr gut gemacht und schaut euch auf jeden Fall meine Review an und dann könnt ihr vielleicht besser entscheiden, ob ihr es euch kaufen möchtet oder nicht. Ja, soviel erstmal zu Borderlands 2. Ich habe auch letzte Woche die Medal of Honor Beta gezockt ein bisschen, die ist für jeden verfügbar auf Xbox Live. Jeder, der ein Gold, eine Goldmitgliedschaft hat, darf daran teilnehmen. Und ich habe es ein bisschen gezockt und was ich darüber sagen kann, ist einfach, gameplaymäßig fühlt es sich natürlich an wie Battlefield, es basiert auf der Frostbite Engine. Dazu muss ich aber noch sagen, die Präsentation des Spiels ist wirklich wichtig in dem Spiel. Das heißt, ich persönlich finde, das Spiel lebt so ein bisschen von der Grafik. Und auf der Xbox ist das wirklich so extrem runtergezogen worden, dass für mich da kaum Atmosphäre aufgekommen ist. Und das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Deshalb werde ich das Let's Play zu Medal of Honor Warfighter auch für den PC machen, damit man wirklich diese ganze grafische Vielfalt der Frostbite Engine auch wirklich spüren kann. Fand ich ein bisschen schade. Gameplay-mäßig war es wirklich sehr cool. Waffensounds und, der ganze Spielverlauf hat mir einfach sehr gut gefallen. Ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen besser als der Teil von 2010, der da rausgekommen ist. Und das ist eigentlich schon ganz okay, würde ich sagen. Also ihr müsst es selber ein bisschen testen. Ich kann da nicht so viel drüber erzählen, da ich ehrlich gesagt nicht so der Konsolen-Fan bin. Also was Shooter angeht, spiele ich nicht so gerne auf der Konsole. Vielleicht mal Call of Duty oder so, aber das spiele ich doch lieber eher auf dem PC. Weiß nicht, das ist bei mir so irgendwie so verankert. Aber heißt jetzt nicht, dass ich Konsolen hasse. Um Gottes Willen, ich spiele wirklich so viel auf der Konsole und ihr seht es ja selbst. Aber das sind für mich so Spiele, die muss man, finde ich, für mich persönlich einfach auf dem PC spielen. Und wer jetzt keine andere Wahl hat, spielt es dann halt für die Xbox und das tut jetzt auch nicht weh oder so. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Ja, wie gesagt, gameplaymäßig war es in Ordnung, kann man spielen, macht Spaß auf jeden Fall und besser auf jeden Fall als jetzt von 2010 der Teil. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf das Let's Play. Ich werde es komplett natürlich durchzocken mit Multiplayer-Modus. Wer es für den PC geholt hat, schreibt mir einfach mal eine Nachricht oder so und dann können wir mal ein bisschen was organisieren, Medal of Honor mäßig, und dann mache ich mal so ein kleines Abonnentenzocken. Ich habe sowieso wieder vor, Ende des Jahres, wenn so ein bisschen ruhiger wird, die Hardcore Season so ein bisschen abklingt, dass ich da wieder irgendwas organisiere und ihr könnt wieder mit mir mitzocken. Jetzt in der letzten Zeit kam wirklich super viel raus, wir sind gerade mitten in der Gaming Season drin, in der Hardcore Gaming Season und es kommt auf jeden Fall noch eine Menge raus und da reden wir doch gleich mal über das nächste Spiel. Denn am Dienstag, sprich morgen, kommt Dishonored raus. Also ich freue mich da schon riesig drauf. Ich habe viel über das Spiel gehört. Nicht so viele Trailer bisher gesehen, aber viel gehört. In einem Trailer war zum Beispiel solche Kampfszenen, so verschiedene. Da könnt ihr zum Beispiel, habt ihr ein Schwert in der Hand, zwei Gegner vor euch und ihr kämpft dann halt, ihr haut jetzt nicht einfach wie im Hack'n'Slay drauf und die verrecken einfach und wehren sich nicht. Die haben Schwerter in der Hand natürlich und wollen euch natürlich töten. Ihr geht nach vorne mit dem Schwert, haut so ein bisschen drauf, müsst auch parieren. In dem Moment, wo er den Schlag zum Beispiel abwehrt, oder, wie war das nochmal? Ich glaube, er hat geschlagen. Ja, er hat geschlagen, ihr fällt ab, dann verliert er so ein bisschen das Gleichgewicht und ihr habt wirklich einen kurzen Moment Zeit, einen Konter einzugeben. Und dann sticht er den Schwert wirklich in den Bauch rein. Das sah wirklich extrem geil aus. Ihr könnt auch während des Kampfes die Zeit verlangsamen, beziehungsweise komplett zum Stehen bringen. Dann könnt ihr so kleine Minen platzieren, die explodieren oder geht hinter die Gegner und meuchelt die kaputt. Und das sieht absolut genial aus. Ich denke, in dem Spiel geht es darum, dass ihr ein Auftragskiller seid und verschiedene Leute töten müsst. Ich habe auch gehört, dass es möglich ist, keine Leute zu töten und so durch die Mission zu kommen. Ich bin mal gespannt, welche Wege man da so finden kann. Also ich bin positiv, würde ich mal sagen, dass ich die meisten Wege finde, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer tue, gerade in Hitman. Da versuche ich immer einen Weg zu gehen, das war bei den alten Teilen so. Da versuche ich immer diesen leichten bzw. ein bisschen schwereren Weg zu gehen, wo ich den jetzt vergiften möchte und dann bemerken die das doch und greifen mich alle an und schießen mich dann doch irgendwie platt oder ich muss einfach alle killen. So ist mir oft passiert in Hitman zum Beispiel. Ich hoffe, in Dishonored ist das ein bisschen anders gelöst, vielleicht ein bisschen lockerer oder so, wird man sehen. Das Spiel ist aber auch sehr beweglich.
Das heißt, ihr könnt locker durch die Welt rumrennen. Der springt zum Beispiel an Geländern, hält sich fest, zieht sich direkt hoch. Also ihr seid immer in Bewegung und immer agil und das ist wirklich super cool. Ihr könnt euch, glaube ich, auch komplett teleportieren, wohin ihr wollt, glaube ich. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ein Balkon ist, könnt ihr euch auf den nächsten Balkon teleportieren und solche Geschichten. Grafisch erinnert mich das Spiel jetzt sehr stark an Bioshock, würde ich sagen. Fallout-mäßig so, postapokalyptisch so ein bisschen. Aber wird man sehen, wie das finale Spiel so aussehen wird. Das war ein E3-Trailer, glaube ich. Aber ich bin schon gespannt. Ich bin richtig gespannt über diese ganzen Gadgets, die man da machen kann. Die Leute killen einfach so ganz hinterlistig von hinten und so. Wird garantiert cool und ich hoffe, ihr seid dabei. Das Let's Play wird am Dienstag starten. Dienstagabend wird der erste Part hochgehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Das ist der nächste große Titel von Bethesda. Neue IP, neues Spiel, kein Fallout, kein Skyrim. Und da weiß man ehrlich gesagt nicht so, was man erwartet. Und deshalb freue ich mich eigentlich extrem auf das Spiel. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dabei. All die Szenen, die ich bisher von Dishonored gesehen habe, also haben mich echt positiv überrascht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, es sollte auf jeden Fall der Hammer werden. All die Kampfszenen und was man da gesehen hat, wie man die Leute vergiften kann oder einfach nur stechen kann oder einfach nur mit denen reden kann und etwas anderes aushandeln kann. All diese Möglichkeiten spielen sicher in der Story eine riesengroße Rolle eigentlich. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, soviel erstmal zu Dishonored. Und reden wir jetzt ein bisschen darüber, was noch kommen wird. Wie gesagt, Dishonored kommt natürlich morgen. Diesen Monat wird noch The Walking Dead rauskommen. Das heißt, die nächste Episode werde ich natürlich auch zocken, ganz klar. The Walking Dead, habe ich ja schon oft gesagt, füllt diese Lücke im Action-Adventure. Wir haben ja wirklich super wenig Action-Adventure. Und freut mich doch extrem, dass wir doch so ein gutes Adventure da noch haben. Ja, Ende des Monats haben wir Assassin's Creed 3, werde ich natürlich auch zocken. Ich war von Revelations nicht so begeistert letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, ich weiß nicht, ob mir da ein paar Leute zustimmen, aber das war echt so, ja, so Durchschnittsware und, ich wollte schon Resident Evil sagen. Assassin's Creed 3 sieht wieder extrem gut aus, finde ich. Wie er mit Connor da durch diese Schneegebiete stapft und das Setting auch, wo es angesiedelt ist, gefällt mir sehr gut. Also ich bin gespannt, ich lasse mich mal echt überraschen, das sollte sehr cool werden. Ja, soviel erstmal zum Oktober. Ich weiß nicht, was sonst noch so kommen wird im Oktober. Das werde ich dann so spontan mal posten auf Facebook. Das heißt, folgt mir ruhig auf Facebook oder Twitter. Ich werde da euch immer aktualisieren, was gerade so abgeht. Und ja, reden wir ein bisschen über November. November wird proppevoll werden. Also wir haben da Halo. Halo 4 werde ich da zocken auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gesagt ein ziemlich großer Halo-Fan. Weniger was den Singleplayer angeht, mehr den Multiplayer. Also ich habe den Multiplayer wirklich extrem lange gezockt. Halo 3... Wow, ich weiß nicht, wie lange ich das gezockt habe, aber wirklich eine Weile. Freue mich da auch schon mal riesig drauf. Hab's sogar schon vorbestellt, genauso wie Assassin's Creed. Und ja, hoffe, ihr seid dabei. Dann haben wir natürlich Medal of Honor Warfighter, habe ich gerade schon gesagt. Werde ich auf jeden Fall zocken. Call of Duty Black Ops 2. Komplettes Let's Play werde ich davon machen. Ich werde das Care Package haben. Wir werden diesen Helikopter auf jeden Fall steigen lassen draußen. Ich werde das komplett aufnehmen. Wir werden ein Unboxing machen zum Care Package. Und ja, freut dich auf jeden Fall drauf, sollte cool werden und ich habe sowas noch nie gemacht, so diesen Helikopter steigen lassen, so in der Art, ich weiß nicht, ich habe das Ding gesehen und im ersten Moment habe ich so gedacht, boah, das sieht ja extrem so bruchanfällig aus oder so, ich hoffe, dass ich das Ding nicht direkt kaputt mache, wenn ich es in der Hand kriege oder so, also muss ich aufpassen, also hier wo ich wohne, sind ziemlich viele Bäume im Moment und ja, ich hoffe, ich fliege nirgendwo rein. Aber wird man sehen, ich freue mich da wirklich extrem drauf. Und Call of Duty Black Ops 2, die Singleplayer-Kampagne wird ja auch wieder der riesengroße Hit. Und natürlich werde ich auch den Multiplayer-Modus zocken. Gar kein Ding, da werde ich auch wieder ein Abo-Zocken machen, wo ihr alle mit mir mitzocken könnt. Und ja, freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Und Ende des Monats steigen wir in die neue Konsolengeneration ein. Die Wii U wird released werden. Ich werde die Deluxe Edition haben mit Nintendo Land und noch ein paar Spiele dazu. Ich habe schon öfters gesagt, aber ich möchte wirklich, dass jeder es erfährt. Wir werden das Ding zusammen unboxen komplett. Ich werde euch zeigen, was drin ist. Die Konsole natürlich, Tablet und so. Dann werden wir das Ding zusammen anschließen. Schritt für Schritt. Wir werden sogar booten. Wir werden starten. Wir werden gucken, wie das so funktioniert und alles. Dann werde ich sogar eine Kamera auf mein Tablet richten von der Wii U und euch sogar zeigen, was ich da gerade mache. Denn das ist wirklich auch sehr wichtig, dass ihr das seht, finde ich. Und natürlich werde ich euch Gameplay natürlich von den Spielen zeigen. Ist ja logisch. Das wird auf jeden Fall kommen, freue ich euch da schon drauf. Die Wii U, ich trete der Wii U sehr skeptisch entgegen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Denn ich war von dem Konzept der Wii U nicht so begeistert, weil Nintendo, habe ich so langsam das Gefühl, dass die irgendwie immer sowas brauchen, um eine Konsole zu verkaufen. Die sind nicht wie Microsoft oder Sony, wo die einfach sagen, ihr habt eine bessere Grafik, alle schreien, yay! Bei Nintendo ist es immer Innovation. Und ich finde, die versteifen sich dazu sehr drauf. Das ist zu gezwungen, finde ich, von Nintendo. Wir werden sehen, wie es ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich denke, wenn ich das Ding in der Hand habe und es mal gespielt habe, dann wird es sicher sehr cool werden, auf jeden Fall.
Also, wie gesagt, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ich freue mich da schon riesig drauf. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja. Was noch? Das war es wirklich erstmal soweit, würde ich sagen. Ja, wenn mir noch was einfällt, werde ich es auf jeden Fall noch ergänzen. Und, ja, wie gesagt, Resident Evil 6 wird noch kommen, JX-Kampagne, Ada Wongs-Kampagne wird kommen, der Agent Hunt-Modus, Mercenaries, eigentlich der komplette Multiplayer-Modus, das heißt, ihr kriegt die volle Packung Resident Evil. Borderlands 2, wie gesagt, schon komplett durch, Hauptquest, es waren jetzt 79 Parts, wir haben 21 Stunden dafür gebraucht, alles ist hoch, könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Und ja, Medal of Honor Beta habe ich gezockt und ja, nicht Resident Evil, Dishonored kommt auf jeden Fall morgen, will ich auf jeden Fall anfangen und ja, was noch? Genau, ich habe gelesen unter meinen Videos zum Beispiel, dass ihr Resident Evil 6 teilweise extrem dunkel findet. Dazu kann ich nur sagen, das Spiel ist bei mir auch so dunkel, sprich, wie soll ich das erklären? Für mich muss ein Resident Evil Teil einfach ein bisschen düsterer sein. Sicherlich ist es gut, ein bisschen mehr zu sehen von der Umgebung, aber das Spiel wurde so eingestellt, ich spiele es wirklich auf demselben Dunkelheitsgrad, den ihr seht. Das heißt, es ist wirklich dunkel gehalten, aber es ist noch so viel da, dass ihr was erkennen könnt auf jeden Fall. Also so ist es ja jetzt nicht. Ein bisschen dunkel ist es auf jeden Fall, denn ich finde, wenn ich das Gamma bzw. die Helligkeit erhöhen würde, dann geht die Atmosphäre einfach komplett flöten, finde ich. Ein Resident Evil Teil muss dunkel und düster sein. Das ist halt meine Meinung davon. Und deshalb, ich habe es schon ein bisschen heller gemacht, aber heller werde ich es auf keinen Fall machen. Denn es muss, finde ich, so persönlich. Also, das ist meine persönliche Meinung einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es muss düster sein. Es muss ein bisschen dunkel sein. Ja. Wie gesagt, Resident Evil kommt noch, Borderlands komplett durch, Dishonored fängt auf jeden Fall morgen an, wir haben The Walking Dead diesen Monat, wir haben Assassin's Creed, wie ihr seht, ihr seid komplett versorgt wieder. Und ja, das war es erstmal soweit für die Wochenvorschau, Leute. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, es hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Eine kleine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich merke die letzte Zeit einfach, ihr seid so, jeden Tag seid ihr immer bei meinen Videos, ihr schreibt einen Kommentar, ihr packt in die Favoriten, ihr gebt den Videos einen Daumen hoch, all diese kleinen Sachen oder einfach nur, dass ihr meine Videos schon anschaut, das ist einfach der absolute Hammer, dass ihr wirklich immer wieder kommt, das ist so genial und da habe ich mir gedacht, hey, irgendwas muss ich doch zurückgeben, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, sag's aber nochmal. Ich werde auf jeden Fall Ende des Jahres ein kleines Giveaway machen. Das heißt, wenn ich meine Top 10 Serie mache mit den Gaming Awards, Game of the Year Awards, wo ich mein persönliches Game of the Year wähle in einer Top 10 Liste, wo ich jeden Tag ein Video releasen werde über 10 Tage hinweg. Und da werde ich auch ein kleines Giveaway machen, sprich ich werde was an euch verschenken. Es wird eine Kleinigkeit sein. Manche werden vielleicht denken, boah, das ist vielleicht lame oder so, aber das ist meine Art zu sagen, hey, danke, ich weiß, es ist ein Teil und ihr seid wirklich so viele und ist leider so, kann ich auch nichts dran ändern, aber ich denke, ihr werdet auf jeden Fall Spaß daran haben. Wird auf jeden Fall sehr cool werden. Was es ist, kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß, was es ist, ich will es aber euch noch nicht sagen. Sagen wir es mal so. Also, ich werde in den nächsten, vielleicht nächsten Monat mal schauen, werde ich es euch vielleicht sagen. Ja, sollte auf jeden Fall lustig werden, freut euch schon drauf. Das Giveaway kommt natürlich im Dezember. Ende des Jahres haben wir zum Beispiel noch Hitman und Far Cry, die werde ich natürlich auch zocken, wurde ich oft danach gefragt. Dass ihr jetzt Bescheid wisst, die werde ich auf jeden Fall auch noch zocken. Und ja, das war erstmal soweit für die Wochenvorschau, Leute. Nächste Woche kommt sie natürlich auch. Wie gesagt, Review ist home zu Borderlands 2, komplett durchgezockt, Medal of Honor gezockt, kommt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Resident Evil geht weiter, The Walking Dead, Assassin's Creed. Wie gesagt, ihr seid komplett versorgt. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal oder zu mehr Gameplay. Macht's gut, bye.